Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Haben wir den Falschen geholfen? Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Junge, lies das. Junge, was steht da?
Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Na schön. Und? War sie im Licht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen. Wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard? Zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Was führt euch zu mir, Freunde? Was immer du brauchst, junger Freund. Was brauchst du noch?
Anzügen überhaupt getragen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht... Junge. Ja. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard.
Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schwein furzt gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Was darf's denn sein? Sollten alle Körperteile dranbleiben. Los, keine falsche Zurückhaltung. Und für den Knirps? Was soll es denn sein? Soll ich was basteln? Hast du noch was anderes im Sinn? Alles wunderbar. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar. Wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl.